So, Moment. Hallo und herzlich willkommen bei meinem ersten Vormärchen. Ich bin es, euer Jonas. Und euer Jonas, Moment, der muss noch kurz was gucken, dass hier das Mikrofon läuft. Attention, attention. Ja. Klacksprobe. Gut. Herzlich willkommen bei meinem hauseigenen Format, wie ich sagen möchte. Jonas, ja, probiert Geo Gesser. Geo Gesser. So, hier. Währenddessen werde ich vielleicht die ein oder andere Anekdote aus so, ja, wie will ich es beschreiben, aus dem Alltag von Lasse reden berichten. Also ein paar Dinge aus dem Alltag von Lasse reden will ich euch mal erzählen. So, erste Location hier bei GeoGesser. Kann man wieder überall sein. Oh Mann. Irgendwo in Papua Neuguinea, nee, ach, hier lädt die Karte nicht. Das freut mir aber so. Das müsste. Nehmen wir einfach die Mitte, nehmen wir einfach Slowakei. Ja, so schlecht bin ich jetzt nicht. So. Nachdem wir den ersten Schock überwunden hatten, kann ich ja schon mein erstes Thema anschneiden. Videoproduktion. Manche Leute wissen vielleicht gar nicht, wie unsere Videos eigentlich so produziert werden. Also zuallererst steht ja mal die Produktion. Problematisch ist, bei Philipp und Paul ist, glaube ich, immer jemand zu Hause. Oder es ist halt keine gute Location irgendwo im Haus da, wo man filmen kann. Anders wie bei mir. Bei mir im Haus ist nämlich Platz für, ich sag mal, drei Wohngemeinschaften. Und deshalb ist irgendwo im Haus immer Platz für Videoproduktion. Deshalb wird in letzter Zeit öfters, glaube ich, bei mir jetzt gedreht werden. Danach. Ja, gut. Danach, nach dem Drehen, Videos sichern, kommt erstmal das Schneiden. Das Schneiden ist, hatten wir früher mehr Probleme. Jetzt hoffen wir, und vor allem ich, hoffen, das Problem gelöst zu haben. Ich habe mir nämlich jetzt das Videoschnittprogramm Magix Video Deluxe gekauft, um Paul ein bisschen zu unterstützen, weil Paul durch sein allgemeinbildendes Abitur sehr viel zu machen hat, nicht oft Zeit hat. Meistens dann nur am Wochenende und am Montag. Und ich habe mir gedacht, ich habe da ein bisschen mehr Zeit, schulisch und so. Da kann ich mich ja einbringen, kann das auch machen. Das heißt, ich und Paul, wir schneiden jetzt gemeinsam die Videos. Das heißt, die Videos kommen jetzt ein bisschen öfter, ein bisschen schneller. Ja. Dann gab es, also ich habe hier zu Hause eine relativ schnelle Internetleitung. Was Paul leider nicht hat. Das heißt, Paul hat früher die Filme weitergegeben an Philipp und Philipp hat die dann, ja, hochgeladen, weil der eine schnellere Internetleitung als Paul hat.
Aber ja, man sieht schon, viele Ecken können auch Probleme geben. Es gab jetzt zwar keine Probleme, aber es hat halt schon ein paar Tage gedauert und momentan wird es halt so gemacht, dass Paul halt 2 Tage Tag und Nacht die Videos hochlädt. Und ja, hat bei den bisherigen Videos funktioniert. Ich glaube, ich gebe einfach auf bei dem Spiel. Ja. Was ist das hier? Das. Also, was ich schon mal sehe, da vorne hängt eine Urkunde von Guinness World Records. Aber für was ist die Urkunde? Wir müssen näher ran. Bild, lade endlich. Das wäre übrigens auch eine Idee. Wir machen auch mal so eine Rekordveranstaltung. Mumbai, Indien. Natürlich, wir sind in Mumbai, Indien. Wo ist Mumbai? Was ist das hier? Wieso, na gut, das habe ich schon öfter gesehen, dass Leute bei Google Maps ihre Häuser hatten. Übrigens, Google Maps ist ja in Deutschland sehr, sehr beliebt, glaube ich. Sonst wäre es nicht so, dass Deutschland den Rekord für die meisten verpixelten Häuser hätte. Einfach in die Mitte. Irgendwas treffen wir. Ups. Sorry. Gut. Muss nicht immer funktionieren. Wieso werde ich so oft an so blöde Orte hier geschickt, wo ich mich null auskenne? Ah. Ach so, wo ich eben gerade noch bei Videoproduktion war. Auch ein etwas größeres Problem ist manchmal, dass Videos produziert werden müssen. Also es ist so, ich muss Zeit haben, Philipp muss Zeit haben, Paul muss Zeit haben. Es kann natürlich auch sein, dass nur ich und Paul Zeit haben, aber ja, unterhaltsam ist es zwar, aber Philipp ist ja einfach eine One-Man-Show, der Mann kann einfach unterhalten. Ich habe immer noch null Ahnung. Wir könnten wieder überall sein. Ach Mann. Also wir müssen irgendwo in. Ach, sagen wir einfach, wir sind irgendwo in. Ja, gut, ich wollte gerade sagen, wir sind irgendwo. Das Problem ist, das Gebiet, wo wir sein können, erstreckt sich von hier bis hier oben hin. Wir könnten überall sein. Wir könnten in der Ukraine sein. Wir könnten in Bulgarien sein. Wir könnten überall sein. Einfach in die Ukraine. Bam, fertig. Oh, wir sind wirklich fast in der Ukraine. Tja, ich bin einfach Experte. Ich bin einfach Experte. Ja. Gut, das hier unten war ein bisschen peinlich, aber. Naja. Aber hey, woher soll ich das wissen? So, noch eine Runde. Soll ich mal ganz kurz hier OneNote auf meinem anderen Bildschirm öffnen? Während ich wieder hier errate, weil auf OneNote habe ich nämlich, das schreibe ich mir nämlich immer, wenn ich irgendwie so denke. Wenn man im nächsten Podcast irgendwie eine Lücke ist, dann füllst du die Lücke einfach mit diesem ja mit diesem Thema. Es ist nur das Problem, ich habe zu viele Themen. Ich schreibe immer irgendwelche Themen auf.
sag einfach mal irgendwo in Südamerika erstmal. Wo könnten wir sein? Also, ja, ich schreibe mir Themen auf, aber das Problem ist, ich schreibe mir 20 Themen auf, dann kommt eine Lasse-Reden-Folge, dann wird nirgendwo irgendwie mal ein Thema gebraucht, was ich irgendwie einwerfen müsste. Und dann, ja, füllt sich diese 20-Wörter-Liste, wird vielleicht eine Sache, die erwähne ich vielleicht, der Rest, ja, bleibt dann auf der Liste. Ja, ist ein bisschen kacke. Kleines bisschen kacke. So, jetzt gucken wir erstmal rüber. Erstes Thema. Moment. Ach so. Real hat diesen Sonntag, den, lass mich lügen, 3. Dezember hatte Real Aufnäher mit Dritte Reichs Helmen. Mit Dritte Reichshelmen. Und da haben sich die Leute tierisch früher aufgeregt. Wie kann das nur sein, Dritte Reich? Und die Leute sollen sich mal nicht so anstellen. Das Dritte Reich ist genauso normal wie das Osmanische. Nein, das war ein schlechter Scherz. Das Dritte Reich ist nicht normal. Das Dritte Reich hat sich nämlich mal ausgedacht, der dachte, er wäre besser als Gott. Und niemand ist besser als Gott. Als Gott. Obwohl Ronald McDonald ist vielleicht doch ein bisschen besser als Gott. Er brachte uns den Geschmack. Okay, nein, das war ein schlechter Scherz. So, zweites Thema. Ich spicke wieder ab. So, ich muss hier einmal gucken, weil ich habe hier wo die Kamera draufsteht, das ist ein Kamerastativ und ich muss da ein bisschen manchmal dran vorbeilinsen. So. Brauche ich nur ein gutes Thema finden. Ach so, ich im Apple Retailer. Wer es nicht weiß, ein Apple Retailer ist ein autorisierter, ja, ich sag mal Partnerladen von Apple. Das ist halt so Apple Store, nur halt nicht von Apple, sondern von, keine Ahnung, Ahmed Computer oder Johns Computerladen, und der ist halt Apple Retailer. Und so ein Apple Retailer, du fühlst dich so ein bisschen wie in einem Apple Store, aber das ist halt nicht so prunkvoll und ja, die Leute tragen keine blauen T-Shirts mit Apple Aufkleber. Wieder irgendwo am Arsch der Welt. Das ist dort zum Kotzen. Auch dringend wie Deutschland, dann würde ich jetzt an so viele komische Orte kommen. Die heutige Map macht mir echt schwer. Also, wo waren wir beim Apple Retailer? Der Apple Retailer. Beim Apple Retailer, da war ich und wollte diesen neuen iPad-Stift ausprobieren. Und bin dann erstmal rein, hab am erstbesten iPad, wo ein Stift direkt daneben lag, habe ich dran rumgespielt, ging nicht. Und dann warst du, dann guckt schon so eine Verkäuferin hinter ihrem Tresen so zu mir hin, und es gibt eine Sache, die ich hasse, dass Verkäufer mich beraten wollen, obwohl ich keine Beratung will. Und ich hasse es nicht, weil die Verkäufer zu mir kommen, weil ich denke, ey, lass mich in Ruhe, sondern ich denke mir, oh scheiße, wenn er jetzt zu mir kommt, dann verschwende ich dem seine Zeit, obwohl die Leute... Du siehst immer, die Leute finden, die Leute leben dafür, dass die Menschen irgendwelche Dinge andrehen dürfen. Und das finde ich zum Beispiel im echten Apple Store viel besser. In dem echten Apple Store spricht dich keiner an. Im echten Apple Store wissen die Leute genau. Die Leute kommen hier rein, gucken sich irgend das neue iPhone an und kaufen es eh bei eBay. Und die Leute wissen auch eins: Es ist scheißegal, ob die Leute es bei eBay kaufen. Leute werden trotzdem bezahlt, weil das, was Apple da einfach gebaut hat, ist genau das, was MediaMarkt falsch macht. MediaMarkt denkt, wir müssen Geld mit unseren Läden verdienen, und die Leute kommen in den Laden rein und gucken sich die Sachen an. Apple macht das anders. Apple baut Läden und möchte, dass die Leute reingehen, sich angucken, oh geil, neues Handy, kaufe ich auch woanders.
Ja, die Leute haben sich angeguckt und Apple hat, wenn die Leute es sogar im Store kaufen, hat Apple die Kette perfekt gemacht zu Kunden. Produktion von Apple, Hardware, Software von Apple und sogar der Laden ist von Apple, also Apple von hinten bis vorne hin. Und ich glaube, ich werfe Themen durcheinander, was mein eigentlicher Tenor jetzt war. Apple braucht es nicht, dass du im Apple Store das iPhone kaufst, weil Apple möchte einfach nur seinen Kunden eine Area bieten zum Ausprobieren. Und weil man nicht in jedem kleinen Pissstädtchen in Deutschland sein kann, hat man halt Apple Retailer. Apple Retailer verkaufen halt nur Apple-Produkte, aber was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ich bin immer noch frustriert, weil ich statt Südamerika hier hin musste. Ja. Was habe ich falsch gemacht? Ich höre gleich auf, ey. Das ist so zum Kotzen. Jede Kack-Landstraße muss ich hier gucken. Wir können überall sein, in Kanada. Ich drücke jetzt einfach auf Kanada. So, fertig, fertig. Nein, sorry, es war doch kein Finnland. Fucking, ey, oh Gott. Nein, nein, das ist doch zum Kotzen. Wir müssen irgendwo in England sein. Die haben gelbe Nummernschilder. Genauso wie die Plattenbauten auch hier aussehen. Wir können hier nur irgendwo in Manchester sein. Oh Mann. Ich bin ein bisschen frustriert. So, jetzt noch kurz meine Apple Retailer Geschichte zu Ende bringen, damit niemand in die Kommentare schreiben kann: Mach deine Geschichten fertig, Jonas. Also, das Ende von der Geschichte im Apple Retailer war, die Frau kam doch und sagte, kann ich Ihnen helfen? Und ich sagte zuerst, ja, nee, ich gucke nur. Und dann dachte ich mir, oh, Scheiße, jetzt ist sie extra zu dir gekommen. Da hab ich gesagt, jetzt ist sie extra zu dir gekommen und du willst ja wirklich was. Du willst den Kackstift ausprobieren. Aber was habe ich gemacht? Ich habe natürlich gesagt, ich würde gerne den Stift ausprobieren. Hat sie gesagt, hier hinten in der Ecke. Wieso in der Ecke? Wieso das einzige iPad, was mit dem Stift verbunden ist, wieso tut man das in die Ecke? Kapiere ich bis heute nicht. Kapiere ich bis heute nicht. Einfach in die Mitte. In die Mitte. Das ist meine Logik. Bitte wo? Bitte wo sind wir? Bitte wo? Am Arsch von Buxtehude, ey. Jetzt öffnen sich hier Google Maps. Komm, zeig her, damit ich schriftzeichen kann. Das ist mein Ruf, der kaputt geht, nicht deiner. Okay, der Spruch war jetzt schlecht. Also, um es jetzt wirklich zu Ende zu bringen. Am Ende hat sie gesagt, wir können ihnen für 500 Euro, können wir uns so ein Ding mit Stift geben. Weil ich hatte vorher gesagt, ja, ist ein bisschen teuer. Sagt sie, für 500 Euro ist aber Roségold. Aber wir können ihnen für 20 Euro eine Hülle verkaufen, wo sie es nicht sehen. Und dann überlegt ihr einen Tag lang, kaufe ich mir ein rosa iPad für 500 Euro. Da schneiden wir so zusammen. Das ist jetzt aus wie als hätte ich was anderes gemacht. So, wo sind wir denn hier? Vorne ist ein Auto. Das heißt, wir sind irgendwo, wo es Autos gibt. Lass mich gucken. Wo gibt es keine Autos? Finde ich nicht. Schade. Was ist das zum Kotzen? Wir können überall wieder sein. Wir können wieder in Polen sein. Wir können wieder in Rumänien, Ungarn, Bulgarien. In Türkei weniger, aber Libyen auch nicht. Aber oh, das ist so zum Kotzen. Soll ich mal mein nächstes Thema von meiner Liste? Der Erfinder der Ice Bucket Challenge ist gestorben. Dreimal dürft ihr raten, an was? Richtig, an ALS. Der Witz war schlecht. Ich hätte den Witz anders formulieren müssen. Also der Typ von der Ice Bucket Challenge.
Wer es nicht wusste, das war, glaube ich, im Jahr 2014. Da hat ein Mann mit ALS, mit irgendwie, keine Ahnung, wofür die Abkürzung steht, der mit der ALS hat zu seinem Freund gesagt: Wenn ihr wissen wollt, wie ich mich fühle, kippt euch einen Eimer Wasser über den Kopf. Und irgendeiner hat ein YouTube-Video davon gemacht, es ins Internet gestellt und gesagt: Drei andere Freunde sollen das machen. Und was passierte? Irgendwann machte es Helene Fischer und dann war es auch in Deutschland angekommen. Irgendeine Moderatorin hat sich kein BH angezogen, hat sich dieses Eiswasser übergekippt und dann hat man hier zu viel gesehen. Man hat einfach zu viel gesehen. Ja. Ich mache. Ach, ich gehe nach Australien. Mein Gott, zum Kotzen. Oh. Nein, ohne Scheiß, das ist so mega kacke. Hier, irgendwo hier, so. Ich renne einfach weg. Ich renne einfach weg. Es ist doch so scheiße. Famous Place, das muss ich nehmen. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich jemals könnte. Was ist das? Ist das das? Ah, hier, Kolosseum in Rom. Leute, ich bin Experte. So, während ich das Kolosseum in Rom suche, kurz nächstes Thema suchen. Amazon Key. Wer nicht weiß, was Amazon Key ist, Amazon Key ist, hier ist übrigens der Vatikan. Amazon Key ist die Möglichkeit von Amazon, dass du nicht Geschenke, Pakete in deine Wohnung bekommst. Also der Paketbote geht zu deiner Tür hin, drückt auf seinem Handy irgendwas und dann sperrt sich deine Haustür auf, also deine Wohnungs- oder Haustür auf. Der Postbote kann einfach die Sachen reinlegen. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist einfach nur an euer Schloss irgend so ein Gerät von Amazon dran bauen. Das nennt sich Amazon Key oder Amazon Key. Und dann, ja, funktioniert das. Hat ein bisschen für Aufsehen gesorgt, Aufsehen erregt, hat ein bisschen Aufsehen erregt. Ich finde das, ja, wer es macht, ganz dumm ist man, glaube ich, nicht. Palatin, hier müssen wir ja irgendwo sein. Nee. Arco di Tito. Och nö. Hier. Ich sag einfach hier. Bitte, bitte, bitte. Och, geil. Guckt. Oh, das ist ja mega knapp. Gut. Also, hier habe ich hingesetzt. Hier stehen wir wirklich. Ja, gut. Ja, gut. Aber hey, einmal habe ich was geschafft. Das ist der, na, Rote Platz in Moskau. Das ist nämlich das Kreml. Ja, zum Glück habe ich hier wenigstens den Durchblick. Übrigens, kleiner Tipp: Fahrt nie nach Moskau. In Moskau gibt es Straßen, die haben 10, ich wiederhole, 10 Spuren auf jeder Seite und es gibt trotzdem einen Stau, der eine Stunde dauert. Deshalb fahren auch alle Leute in Moskau lieber mit der U-Bahn. Es ist nur. Hier ist das Bolschoi-Theater. Hier, roter Platz. Der rote Platz. Da gehen wir einfach. Kaufhaus Gumny. Ups. Ne, hier ist diese. Hier, komm, wir setzen einfach dahin. Gut, passt, glaube ich. Ja, gut, passt. Ja, gut, ja, funktioniert. Was war denn jetzt mein Thema? Achso, Amazon Key. Ich weiß nicht, wer es. Das weiß ich zum Glück. Das ist das Pentagon. Ich, alter Besserwisser.
Das ist das Pentagon. Also, wer Amazon Key gut findet, kann sich das gerne besorgen. Dann dürfen sich die Leute aber nicht mehr beschweren. Wenn irgendwie ein Postbote kommt und hat kein Smartphone, um eure Tür aufzusperren. Sondern dann müsst ihr einfach mal. Nee, andersrum. Die Deutsche Post darf sich ja nicht beschweren, es wäre keiner mehr da. Die könnte ja ihre Leute mit Handys ausstatten. So rum meine ich das. Oh nein. Hier, ha, ich hab's gefunden. Hier, es kann ja nur eigentlich hier sein. Oder? Nee. Keine Ahnung, hier. Gut, so ähnlich. Ja, hier geht's auch. Übrigens, das Pentagon ist so groß, dass es eine eigene Polizei hat. Und eine eigene U-Bahn-Ausfahrt. Und ich glaube, es passen irgendwie 20.000 Leute rein ins Pentagon. Was ist das? Ist das der Mittelpunkt der Erde? Amerika? Nein, das ist nicht der Mittelpunkt der Erde, aber was ist denn das? Irgendwie was bei hier Miami, Tampa, St. Petersburg, Jacksonville. Wenn man sich das Ganze hier anguckt und man hat so ein bisschen die Namen von den ganzen Football-Teams im Kopf, weiß man genau, die Miami Dolphins, die Tampa Bay Buccaneers, die Jacksonville Jaguars. Die ganzen Football-Teams tun sich alle da ansiedeln, wo schön ist. Was? Wieso ist hier Nassau? Und hier sind erst die Bahamas. Das verstehe ich nicht. Können die Bahamas zu Amerika? Eigentlich. Puerto Rico. Ich habe keine Ahnung. Ich sag einfach hier. Gut, ich hatte mir gedacht, es wird vielleicht auch doch was in Washington sein. Nein. So. Nächstes Thema wäre, ich habe gesehen, wie man an einem Flughafen, also an einem richtigen Verkehrsflughafen, internationaler Verkehrsflughafen, kann man innerhalb von, das muss ich kurz wieder ablesen, 10 Wochen, innerhalb von 10 Wochen lernt man, wie man an einem Verkehrsflughafen Kontrollen macht. Oh, das Washington Monument. Sorry, wusste ich nicht. Was ist denn das hier, das? Vietnam Veteran Memorial. Braucht ihr nicht aufstellen? Ihr habt mich eh verloren. Schon mal, wem was auffallen? Amerika baut für seine ganzen Kriege irgendwelche Memorials, auch wenn sie gewonnen haben oder verloren haben. Aber das weiß natürlich keiner. Oh, gut, das war ein bisschen zu weit weg. Das weiß natürlich keiner, dass Amerika den Vietnamkrieg verloren hat. Übrigens hier unten, wenn ihr das gerade seht, hier diese Nachricht, das ist eine E-Mail von einer YouTube-Pusher-Gruppe. Ja, wir geben es öffentlich zu, also besser ich bin dafür verantwortlich. Ich bin auf Facebook in ein paar YouTube-Pusher-Gruppen gegangen, um ein bisschen zu pushen. Ich pushe uns nach oben. Posch, posch, posch. Wie Katy Perry, swish, switch, swish, swish, mach ich push, 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 push. Das sind die Niagara-Fälle, oder?
Wo sind die denn, die Niagara? Die Niagara-Fälle. Winnipeg. Ja, jetzt ist hier Bild zu Ende. Die Kamera ist gerade ausgegangen. Das tut mir jetzt natürlich leid. Ich glaube, ihr hättet meine hässliche Fresse eh nicht sehen wollen mehr. Hier sind die Niagara-Fälle. Hier sind die Niagara-Fälle. Jetzt frage ich nur, wo sind die? Die können ja eigentlich nur hier auf diesem. Nee. Wo sind die eigentlich? Sind die hier? Die können ja nur hier sein. Irgendwo. Ups! Brasilien! Nee. Hier unten. Ich kann übrigens auch kurz meine Geschichte erzählen, was in Hamburg passiert ist. Bevor ich jetzt hier gleich die Aufnahme beende. In Hamburg, weil das war nämlich so, ich und meine Familie, wir waren das letzte Mal vor 5 Jahren in Hamburg, also 2011 oder so. Und das haben wir alles nur gemacht, weil ich meine Eltern genervt habe, ach bitte, können wir nicht ins Miniatur Wunderland gehen? Und da haben meine Eltern immer gesagt, okay, wir gehen ins Miniatur Wunderland und fahren nach Hamburg, weil mein Vater wollte auch gerne in ein Musical. Sind wir zum Musical Tarzan gegangen. Und beim Musical Tarzan, da, ja, haben wir musikliert. Ich bin jetzt gerade nur am Nachdenken, ob ich weitermache oder nicht. Ich glaube, ich mache lieber nicht weiter. Erzähl noch kurz. Ja, machen wir hier European Stadiums. Machen wir das noch. Was? Will mich nicht anmelden. Oh, Internet ist schlecht, Qualität. Ja. So, da hier das Internet gerade streikt und die Kamera ebenfalls, verabschiede ich mich mal wieder von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis irgendwann mal. Bis denne, euer Jonas.